Es ist sehr freut für uns, Sie uns besucht haben. Wir versuchen unsere Mühe geben, hier noch schöner machen. Ja, wir schauen mal. Ich denke, wir gehen vielleicht rein ins Warme und dann sprechen wir ein bisschen über Ihre Erfolgsgeschichte. Ja? Ja. Das wäre ja besser. Machen wir. Also seit 2000 Euro geht das in den Markt. Aber ab 2005 wir sind also expandiert. Ja. Und jetzt haben wir 12 Läden und über 250 Mitarbeiter. Und wir versuchen noch ein paar Markt bringen, noch neu laden. Die Geschäfte sind über ganz Berlin verteilt? Es sind über ganz Berlin verteilt. Alte Bezirken, aber überall ist einer schon da. Ich möchte über dieses Wort nicht benutzen, aber im Westen, im Teil der Stadt. Eher in den Westbezirken, eher in den Westbezirken, ja. Okay, aber Sie haben sozusagen die östlichen Bezirke fest im Blick? Wir haben auch im Blick, okay. Wir arbeiten dran. Ich meine, für mich ist ja Spandau wichtig, ne? Dass der Standort hier nicht gefährdet ist. Bilden Sie eigentlich auch aus? Ja. Dann wahrscheinlich. Er weiß besser als ich, wie viel der Einzelhandel. Fleischer auch haben wir ein paar. Kauffrau, Bürokaufmann, Kauffrau, Fleischer. Also in allen diesen Bereichen. Wie viele insgesamt? Die Auszubildenden. Ja. Also wir hatten ja auf einmal 9 Stück mal gehabt, mal 3 Stück mal gehabt, mal 2 ganz unterschiedlich. Also bis jetzt hatten wir mindestens über 20 Auszubildenden gehabt. Wir haben eine Kooperation mit der Beuth Hochschule, da arbeiten wir auch zusammen, Praktikanten mit dem dualen Studium. Ja. Mehr oder weniger natürlich BWLer und VWLer. Ne? Ja. Und wie sind Sie so zufrieden mit dem Nachwuchs? Ja. Zufrieden? Ja. Okay, also machen keinen Ärger, sind fleißig am Lernen oder? Die sind fleißig am Lernen. Ja? Die sind fleißig am Lernen. Und gut, sagen wir mal so 1-2% ist immer dabei, aber im Großen und Ganzen ist okay. Und die haben hinterher auch eine Chance, bei Ihnen weiter beschäftigt zu werden oder wie machen Sie das? Immer. Immer, also gezielt sogar, das war ja mit der Beuth Hochschule. Ja. Diese Kooperation war gezielt, dass wir wirklich nur ausgebildete Leute in der Zukunft haben werden. Ne? Und deswegen arbeiten wir mit denen zusammen. Okay. Die bei uns ihren Praktikum machen, versuchen wir mal, die bei uns zu behalten. Jetzt sind 2 schon fertig und die sind schon fast im Unternehmen drin. Aha. Und die nächste folgt. Ja. Und die nächsten werden auch folgen. Also wir haben ja 2 freie Plätze nochmal für Sommersemester 2014. Ja, ja. Die werden auch denn bei uns angenommen. Und dann hoffen wir, dass wir die bei uns behalten können. Die werden dann, die jetzt aus dem Studium kommen, die werden aber wahrscheinlich eher nicht in so einer Filiale dann eingesetzt, die werden oder? Als Filialleiter eventuell eingesetzt. Für die Zukunft bleiben, also wir wollen den als Filialleiter weiter beschäftigen lassen. Ah ja, okay. Und wenn wir jetzt so eine Filiale hier anschauen, ist das so eine typische Größe, was Sie haben? Oder? Das ist kleiner, das ist die normale Größe. Das ist eine normale Größe. Mit wie vielen Mitarbeitern fahren Sie so eine Filiale? So ungefähr? Hier, 20. Also wenn jetzt 20 haben wir, glaube ich, nicht. Ja, naja, hier 18 vielleicht haben wir 18, hier. 20, aber es gibt auch um 35. Insgesamt also 280 Mitarbeiter haben wir. In 12 Filialen. Sehr ordentlich. Ja gut, das sind Filialen mit 1400 Quadratmeter, eine Filiale mit 1100 Quadratmeter. Gibt natürlich Teiljob und Volljob, aber wir haben 200. Ja, wir haben ja hier ein Problem, ne? Das sind die Parkplätze. Hier an dem Standort? An dem Standort. Das ist ja unser Auto. Ne? Wenn wir wirklich eine Parkplatzprobleme lösen. Wenn ihr was haben wollt, dann könnt ihr gleich bei uns. Das machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich. Da würde ich sagen, was mich auch noch mal interessieren würde, wie war der Start damals? Wie schwer oder wie einfach? Also als Sie nach Deutschland gekommen sind? Oh, das ist zu schwer beantworten. Also okay, seit 1988 bin ich in diesem Branche. Für mich ist okay, ich liebe diese Branche. Ist nicht schwer für mich also. Wir haben ja extra zwei Leute angestellt, nur für die Hygiene zuständig, dass das jeden Tag Probe abgenommen wird, kontrolliert wird. Okay. Das machen wir tagtäglich, das ist für uns das A und O. Ne? Mm. Und das ist dieser Bereich und der Bereich am Anfang, dieser Obst und Gemüse, die uns von den anderen auch hervorruft. Ne? Das ist ja, deswegen können wir ja auch bestehen gegenüber den anderen Ketten. Sonst haben wir ja gar keine Chance. Ne? Aber das sind die beiden
Abteilungen, wo wir wirklich stark sind und denn, wo wir uns richtig behaupten können. Gut, mittlerweile können wir uns jetzt mit den anderen, in den anderen Abteilungen auch behaupten können. Und daher, sagen wir mal, sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Und Ihr Fokus ist aber schon, sind schon türkische Lebensmittel. Das heißt, ich finde jetzt hier kein Schweinefleisch. Ne, Schweinefleisch finden Sie bei uns gar nicht. Das ist das auf und ohne. Also Produkte auch nicht. Alle anderen Produkte auch nicht. Aber sage ich mal so, wir sprechen nicht unsere Landsleute an, wir sprechen die Berliner an. Und das ist unser Motto. Ne? Und inzwischen, es gibt viele, die auch in der Türkei oder auch woanders Urlaub machen. Ne? Die sind ja an den Esskulturen von den Ländern, haben sich dran gewöhnt und dann versuchen jetzt hier die Zutaten zu finden. Und die bieten wir alle an natürlich. Ne? Ob die russische, ob jetzt arabische, ob türkische, haben wir. Das heißt, das bunte Berlin findet hier seinen Platz. Richtig. Und was zu essen. Ja, auf jeden Fall. Herr Klebank, was mir auffällt, auch schon bei dem vorherigen Unternehmen, ja, ist, dass also Sie auch mit einem unheimlichen Stolz begrüßt werden, dass die Unternehmer ihre Firma zeigen und eigentlich vorstellen wie ihr Baby und erzählen, wie toll alles läuft. Ist es auch so, dass Sie bei so einem Treffen dann aber auch mal hören, das läuft jetzt nicht so gut und da brauchen wir jetzt mal Ihre Unterstützung? Na klar, also das wird schon an mich herangetragen. Sie haben vorhin das Stichwort Parkplätze gehört. Und da ist es hier in der Gegend in der Tat so, dass wir eigentlich ein paar mehr Parkplätze bräuchten. Allein wir haben hier ein Standortproblem. Also wir haben nicht wirklich Platz für mehr Parkplätze. Insgesamt gesehen hat die Altstadt genug Parkplätze, aber sie sind halt sehr ungleich verteilt. Und das macht ein bisschen die Problemlage hier aus. Also wir versuchen ja selber die Parkgebühren für unseren Kunden zu bezahlen. Und dafür haben wir extra Plakate gemacht. Trotzdem, dass sie sagen die Kunden, es ist zu weit. Manche Kunden wissen überhaupt nicht, dass dahinter einen Parkplatz gibt. Ne? Das ist unser Problem hier. Wir haben versucht hier nebenan, diese freie Fläche, aber bis jetzt haben wir keine Antwort bekommen. Ja, da soll auch eigentlich was gebaut werden auf der freien Fläche nebenan. Das ist schon relativ weit gediehen, allein es gibt noch ein paar baufachliche Fragen, die da wohl gelöst werden müssen. Aber eigentlich soll da ein Seniorenwohnhaus hin. Was dann wieder Kundschaft für Sie ist? Ja, ist ja klar, aber der U-Bahn fährt ja drunter. Ne? Ja, das sind die baufachlichen Fragen, die noch gelöst werden müssen. Also für einen Parkplatz würde es ausreichen, aber für einen ja, das wollen wir nicht unbedingt. Aber das ist schon so, dass Sie sowas dann im Hinterkopf behalten und mitnehmen. Und das ist auch Ihr Politikverständnis, dass Sie eben deswegen auch diese Unternehmen besuchen, um wirklich vor Ort und von den Unternehmern selbst zu erfahren, wo der Schuh drückt. Absolut. Manchmal ist es so, dass man direkt und unbürokratisch helfen kann. Manchmal ist es so, dass man sich so ein Thema für den Hinterkopf mitnehmen muss, um an geeigneter Stelle es in die Diskussion auch einbringen zu können. Und das hört sich natürlich immer anders an, wenn ich sozusagen den Originalton habe, als wenn ich sozusagen über Dritte was vermittelt bekomme. Und dafür dienen auch diese Besuche. Das ist mein Wunsch dabei. Ich selber, 18 Jahre lang habe ich auf den Berliner Wochenmärkten gestanden, auch in Spandau, auch in Lutherplatz habe ich auch gestanden. Ich habe auch Spezialitäten Schafskäse, Oliven in diese Mischung habe ich verkauft. Deswegen gibt es hier auch eine Spandauer Mischung. Gib sie mir mal, das ist eine Spandauer Mischung zum Kosten. Bitte schön. Ja, was möchten Sie essen? Ich probiere mal das hier. Sie probieren das. Sie? Was ist das Schönes? Das ist osmanische Pasta. Was ist das? Kleine. Was ist das? Was ist das? Osmanische? Nein, das war die osmanische. Das war die osmanische Paste. Frischkäse mit Kräutern. Ist Frischkäse mit Kräutern. Oder Basilikum soll sein. Und das ist mit Wer möchte? Basilikum. Bitte schön. Ja, wir müssen uns allmählich verabschieden. Okay. Dann machen wir vielleicht draußen dann. Und Familienfoto. Damen, Herren, Damen, Arkadaşlar, Dedo. Dritte Station, liebe Zuschauer, auf unserer Unternehmenstour gemeinsam mit Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Klebank ist Eweco. Dort kann man nicht nur Lkw und Nutzfahrzeuge kaufen, dort werden sie auch repariert. Also bleiben Sie dran.